Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniroy P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Das ist meine Fernbedienung. Ich habe vergessen, den Fernseher laut zu machen, damit ich auch irgendwas höre in dem Spiel. Und ja, ich setze mal ganz schnell einen heiligen Trank ein. In der letzten Folge haben wir uns Jäger gestellt und diesen einen Gigantomonster, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Und ja, wir haben uns um einige Rätsel gekümmert und jetzt kann ich hier das Dingen. Die rote Kugel da reinpacken und das abfeuern und dann den Laser darauf feuern und jetzt ist die Tür offen, jetzt können wir weiter. Gut. Habe ich mir schon gedacht. Ich bin noch mal kurz aus diesem Dungeon rausgegangen, um mich ein bisschen hier vorzubereiten in Sachen ja, Gegenstände, Objekte, Items, Objekte. Gut. Und ja, ich habe wieder alle möglichen Gummis und Tränke gekauft, damit wir für die nächsten Kämpfe, die ja wahrscheinlich irgendwann kommen werden, doch auftauchen werden. Und ja, ich glaube, ein Level und so habe ich nur bekommen, weil ich wieder für jeden Charakter, da fällt mir gerade ein, ja, alle Fähigkeiten gelernt habe, ne? Ich habe, glaube ich, alles gelernt. Ja, okay, ich habe wieder einige neue Arts gelernt, hier bin ich noch nicht durchgegangen. Sind, glaube ich, nicht so viele, doch sind eine Menge. Okay, Betty und Raven und Yuri. Okay, so Yuri hat auf Level 52 heulende Brunst gelernt. Hier, yeah. Heulende Verwüstung. Okay, und wütende Brunst. Ah, okay, in Verbindung steht sogar da. Boah, so Rita hat auch gelernt auf Level 52 und zwar Springflut. Wo ist es? Ja, yeah, Profizauber. Dann Raven hat eine Menge gelernt, weil er, glaube ich, zwei neue von diesen Fähigkeiten gelernt hat, womit man veränderte Arts lernt. So, auf Level 52 hat er Frevel gelernt, hier, das hier. Und dann kommen die ganzen Sachen mit, ja, 100 mal Regen und Schmelztiegel. Und damit haben wir gelernt, Regenlied, wo ist es? Sie ist nicht da. So, 100 mal Himmelsträne und Alembic und Schmelztiegel. Damit haben wir Wolke von Himmelstränen gelernt. 100 mal der Fall plus Schmerztiegel und Schmelztiegel, nicht Schmerztiegel und Athenor. Der tiefe Fall hier. 100 mal Sternstufe plus Dispersion. Die wachsende Welt. So, und dann noch zwei Zauber. Ich habe 50 mal Windklinge mit Athenor eingesetzt. Und dadurch hat er Luftschuss gelernt und 50 mal Arrivederci plus Sinnflut, das hat uns Inferno gegeben. So, und dann noch mit Patty eine veränderte Art und zwar 100 mal zufälliger Niederschlag und große Sinnflut. Und dadurch haben wir wo ist es? Da, Eisregen gelernt. So, ich hoffe, wir sind irgendwann mal fertig mit diesen Dingern, weil immer so eine Liste irgendwie zu schreiben, wie viel ich ja noch gelernt habe und so, nimmt immer so ein paar Minuten weg von dem Projekt, finde ich. Und ja, irgendwann werden wir ja wohl alles gelernt haben, ne? So gut, dann gehen wir jetzt mal weiter und gucken, was uns jetzt hier erwartet mit dem Speicherpunkt, damit ich das hier nicht noch mal alles neu machen muss. Upf. Okay, das sind alles aber alte Monster, ne? Ich dachte, wir kommen jetzt direkt irgendwie so in so einem Bosskampf oder irgendwie so, aber anscheinend nicht. Oh Gott, ich habe gerade gemerkt, dass mir schon wieder Dings ausgegangen ist. So, zum Glück. So, jetzt kriegen wir natürlich noch neue Waffen. Die hätte ich vorher brauchen können, damit ich da die Sachen gelernt hätte. Hier Zauber wiederum Magie 3 und das Ding ist sogar stärker als was sie gerade hat, außer TP halt, ne? Ich glaube, das war irgendwie, weil Geist ausgerüstet war oder so. Ich hätte lieber TP. So, Gott. Ich habe, glaube ich, da gab es auch eine Szene. Ich bin einmal kurz in diese Dings gegangen, in diese heiße Quelle. Und ich habe aus Versehen irgendwie mit die falsche Person geredet. Ich glaube, gegen dich habe ich noch nicht gekämpft. Ashura. Ich habe mit der falschen Person irgendwie geredet. Ich wollte eigentlich mit der Person reden, die Sachen verkauft. Und ja, Luftkombo.
Und ich habe aus Versehen mit der Person geredet, die uns irgendwie gesagt hat, ja, wollt ihr mal die Quelle benutzen und so. Und anscheinend können wir da jetzt irgendwas machen. Aber da kümmern wir uns dann ein andermal drum, würde ich sagen. Weil, weiß nicht, jetzt sind wir ja gerade drinne und also ich möchte jetzt nicht irgendwie so noch einmal dranhängen und so. Nee, gegen mich habe ich schon gekämpft. Agent. Okay, dann gehen wir mal weiter. So, ich sagen wo runter oder rauf in den Seiten, das sieht nämlich fast genauso aus wie der Ort, von dem wir gekommen sind. Wir haben zwei neue Waffen. Ich wünschte echt, ich hätte die schon früher gehabt, dann hätte ich die nämlich auch noch auf Screen leveln können, also Sachen lernen können. Aber wir haben schon gedacht, dass ich gegen euch kämpfen muss. Doch. Na, mach mal euch fertig. Zwei Bosse. Den letzten Part erledigt, dann kriege ich ja euch auch noch. Zwei Kabel, okay. Okay. Okay, ich krieg wieder neue Fähigkeiten, die ich lernen kann auf Screen. Wir hatten ja auch zwei neue Sachen jetzt hier, damit man veränderte Art bekommen kann. Ich glaube, ich war irgendwie dabei, die irgendwie zu lernen, aber dann habe ich mir gedacht, so bevor du jetzt hier noch so 20 Sachen hier lernst, machst du erstmal mit der Story weiter. Oh, ich war noch hier alles. Nichts. Wie nicht. Oh, Juri, komm du mal. Ich kann ein bisschen schneller hier erledigen. Au, was? Du. Oh, Revitalisierung. Ich glaube, ich sollte mal irgendwie Patty auf. Ja, nicht nur auf voller Arzt, sondern freie Wahl hier einstellen, damit auch normale Angriffe einsetzen kann. Au! Ah. Stimmt ja eigentlich. Ich habe, glaube ich, noch. Ne, ich glaube, das ist eine neue Waffe. Ne? Keine Ahnung. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde mal jetzt durch. Das ist ein Storykampf. Also habe ich ja keine Wahl. So, danke. Ja, das funktioniert hat, meine ich. So, lass mich raten, die wird erstmal böse zu Juri rüber gucken oder irgendwie, weiß nicht, beleidigen oder was weiß ich. Hune wa hanareta ichi ni tomemashita. Warewa wa senpatsutai desu. Kouzoku wa shousuu ni wakarete jouriku wo susumete imasu. Aber ich bekomme trotzdem, was ich will. So, ja. Alexei, jetzt geh ich nach Tana. Nina, ohne Sie, Kano, schon, ihr Torida. Warte, warte, muss ich kotowa. Alexei, noch da, Toda. Soreto, Sekai, os, Kukoto, Taro. Ah. Josh. Soreja, Nakayok, Nagri, kommt das Ka. Okay. Ein Heiligen. So, kommt jetzt hier Alexei. Ich weiß ja nicht. Ich werde mal zu Juri wechseln. Ich will wahrscheinlich nicht zur Sicherheit irgendwie eine Truppe nehmen, die gegen Bosse was machen kann. So, ich habe irgendwie queer könnte jetzt noch ein Skit oder so kommen, aber scheint nicht der Fall zu sein. Also ja. Hier. Mein Gott.
Alles klar, dann gehen wir da rein. Ja, raus, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier raus oder kommen oder so. Nein, steht er. Ich kann den Typ irgendwie nicht leiden. Er hat bis jetzt noch nichts irgendwie Bedeutendes gemacht, als dass der irgendwie ein interessanter Bösewicht ist, finde ich. Ich meine, er hat Estelle und so entführt, aber trotzdem. アレクセ、かつての新たの理想は何があなたを変えたんです。お前、まだそんなこと。何も変わってなどいない。やり方を変えただけだ。腐敗し閉塞しきった帝国を、いや世界を再生させるには絶対的な力が必要なのだ。そのために、どれだけ犠牲を出すつもりです。今の帝国では手段を選んでいる限り、決して真の改革がその実現を見ることはない。お前ならわかるはずだ。ちょっとちょっと、奴の言葉に飲まれてどうすんのよ。 全部、よまいことなのじゃ。こいつの言うことは何もかも嘘っぱちじゃ。どうしてこんな笑顔を奪うようなやり方しかできなかったんです。あなたほどの人ならもっと他に方法が。理想のためにはあえて罪人の烙印を背負わねばならぬ時もある。ならば私は喜んでそれを受けよう。 私は世界の解放を約束する。エンテレ契約から、エアルから、ちっぽけな箱庭の帝国から、世界は生まれ変わるのだ。世のためだろうが何だろうが、それで誰かを泣かせてりゃ世話ねえぜ。てめえを倒す理由はこれで十分だ。もう引き返す気はないのですね。くどいな。 Jetzt komm doch mal einfach her und lass dich hier verkloppen. Was? Hat schon echt so ein bisschen Final Boss Feeling, ne? お前たちの誰一人として今の帝国を良いとは思っていないだろう。目的は手段を正当化しねえよ、大将。ほら、こいつら見ててよくわかった。痛みに満ちたあなたのやり方は正しいとは思えません。 Ja, tut seinen finalen Satz ja noch mal sagen. Ich glaube aber nicht, dass das Spiel danach schon zu Ende ist. あんたの作る世界が今よりマシだって保証なんてどこにもないわ。僕があなたを信じたのは人々に何かを押し付けるためじゃない。 与えるために、まず奪うというのなら、僕はあなたを倒す。お前の勝手な夢なんかに付き合うのは真っ平なのじゃ。てめえの言い分を認めるやつはいねえよ。どうあっても理解しないのか。変革を恐れる小人ども。すでに全世界のエアルは我が小中にある。 勝ち目はないぞ。よく言うわ。あんたそれまだ術式の解析中でしょ。どういうことです。こいつまだザウでの制御完全には手に入れてないのよ。
Ja, lass ihn mal töten. Marisella. Könnte man das mit etwas verbinden? Okay. 54, alles klar. Hat denn Menge AP. Aufstehen, Mann. Ich wünschte, man könnte unter die Lava, damit ich auch weiß, was die im Kampf sagen, diesen Gesprächen. Machen irgendwie einen voll wenigen Tilt auf Spielen. Immer noch wichtige Gespräche hier. Ja, die reden gerade, aber ich verstehe kein Wort, weil er japanisch ist, ne? Na, Patty, sehr schlechtes Timing gerade. Das doch hier, Mann. Frau. Ah. Oh gut. Peter, warum kommst du so nah an uns heran? Oh Gott, ich hab's doch gefühlt explodiert oder irgendwie sowas. Au. Mann. Kann man jetzt hier links sein? Nee. So, Rita, du gehst da. Voller Arzt, mein Gott. Dann mach das doch. Warte, pfeift da gerade. Sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kann aber eigentlich habe ich schon mal irgendwo gehört, aber kann doch gar nicht sein. Das muss mal kurz weg. So, hier gehen meine ganzen Dinger wieder flöten. So, pass auf, der trifft mich wahrscheinlich gar nicht, aber ja. Au. Okay, au. Ja. Ja, das ist ein bisschen schwierig, habe ich so das Gefühl gerade. Da. Ah. Alter, okay, ist gut. Na, Rita, was machst du denn da? Also wenn Fetti nicht dieses eine Kochding ja verballert hätte, ne? Noch mal her. Komm her, hab ich gesagt. Was? Ich hab Dings gedacht, Mann. Hat nicht gezählt, ich wollte meine Müsse gerade einsetzen, ey. Natürlich nicht gezählt. Weil gerade vorbei war. Also sobald wir hier unsere Zauber wieder alle haben, ne? Geht das ja eigentlich wieder, ne? Aber sobald die ganzen Zauber wieder weg sind, wird das Spiel tausendmal später als das Spiel. Okay, da kommt irgendwann auf den Boden die ganze Zeit, ne? Ah, oder auch nicht. Nein, ich wollte mich gerade heilen. Ja, okay, danke. Also, das war's für mich. Hallo, von was werde ich getroffen? Bist du nicht? Ja, toll, das funktioniert natürlich nicht. Ey. Ja, noch meine Müsse gerade hier verballert, ey.
Ja, meine Überlimit. Okay, der Angriff ist mir ein bisschen zu krass. Also. Und lacht er nur so mal ein bisschen. Ja, danke. Du musst ja nicht noch einsetzen, wenn ich mich gerade wieder belebt habe. Ich meine, ist sehr nett, aber ich will lieber schnell wieder belebt werden. Aber ich halte mich Patty. Ich spam die ganze Zeit den Angriff, aber ich habe das Gefühl, das ist der Beste. Jetzt habe ich echt aus Versehen eingesetzt. Ich wollte nicht schon wieder alle einsetzen. Ich habe schon wieder aus Versehen eingesetzt. Au. 666 Schaden geht eigentlich noch. Ah, ich habe einen Zauber abgebrochen. Wäre ich nicht gut. Das war gut, Kombi. Und dann den, ja. Oh, Alter. Nein, ich will nicht hauen. Okay, der hat schon eine Menge AP verloren eigentlich. Ich weiß, er macht auch übel Schaden, aber ich glaube, ich hätte da drin bleiben sollen. Ah. Gar nicht getroffen beim zweiten Mal, was? Au. Oh, was? Ich habe den nach seiner Mystik gerade angegriffen. Da ist mir schon aufgefallen. Die ganze Zeit, also. Ich wollte ihn schon die ganze Zeit angreifen nach seiner Mystik hat. Hat sogar funktioniert, ey. Nein. Okay, sehr gut. Aber voll in den Rücken geschossen, sehr gut gemacht. Also wenn die TP immer so schnell weg werden, ne? Irgendwie weiß ich nicht, die Geschwindigkeit aus dem Kampf raus, finde ich. Patty. Der heilt sich, der hat auch Schutzfeld. Muss schon sagen, ich meinte, ich hatte mal zu irgendeinem Zeitpunkt mehr abgezogen, als der noch hatte eigentlich. Autsch. Das muss man was für mich hier. Ich muss mir mal gönnen. Nein, nicht auf meine Magierin. Geh weg oder ich hau dich. Oh nein, ich stirb. Wie sie umgefallen ist. Okay, Estelle. Heil deine heimliche Verehrerin. Das ist sowas von offensichtlich. Also, ich muss weg von meinen Kollegen bleiben, damit nicht alle getroffen werden, weil der letzte Angriff, der ist irgendwie so ein Flächenangriff. Nein, nicht Estelle. Das war der Angriff, hat schon wieder nicht getroffen, glaube ich. Oh. Warte mal, wer ist? Du bist noch am Leben sogar. Okay, ach, die kann sich nicht. Oh, diesmal hat er nicht. Nein. Das ist schon wieder geil. Ne? Muss ich aufhalten, bevor du irgendwas machst. Klatsch. Au. Ich war doch am Hauen. Boom, zack. Nein, der heilt sich schon wieder. Das ist auch voll unfair. Hat der TP? Ja, aber eine Menge. Ja, voll unfair. Ja, gar nichts gegen machen, ey. Boah, an alle hier fehlen die Dingens, ey. Setzen wir mal das hier ein. Rita kommt schon wieder. Alter, willst du mich? Der hält sich die ganze Zeit wieder hoch. Ich hau dich. Au.
Was schießt du da eigentlich? Da machst du kein Au! Au! Oh, und ich habe dieses blöde Pillen-Dingen als Krankheit. Was sagt noch mal? Ich muss da immer diese Symbole direkt daneben. Und schon wieder gehen alle die TP, die TP aus. Ey. Das gibt's nicht. Ey. Au! Ah. No, der ist okay. Ah. Ah, Rita, du bist schon wieder viel zu nah an uns. Okay, was mache ich hier eigentlich? Der hat seine Überlimit. Ich glaube, der trifft jetzt alle Charaktere. Ja, so sieht's aus. Oh Gott. Alter. So, du, komm her. Nein! Finger weg von der! Bleib mal da liegen, bitte. Jetzt komm mal her. Oh Gott. Ja, ich glaube, wir sind tot. Nein, nicht auf die. Boah, ehrlich. Jetzt verballere ich von allem meine Tränke des Lebens. Ey. Ja, du besser. Nein, ich bin schon wieder tot, ey. Ich bin schon vorn. Nein, nicht schon wieder. So. So, jetzt ist Juri wieder am Leben. Gut. Nein, nicht zaubern. Aber ich habe echt keinen Bock drauf, ey. So, jetzt heile ich mich mal. So. Wenn ich wieder gewonshottet werde von irgendwas. Boah. So, jetzt heile ich mich. Ja, was machst du jetzt? Der hat schon, ich komme nicht unter 400.000. Wenn jetzt immer wieder hoch heilt. Der tut sich mit Schutzschild immer wieder hoch ein. Du Pisser, ich bin noch nicht mal. Ich stehe noch nicht mal. Au. Ja, der Typ, der wird langsam ungemütlich. Hey. Nein, nicht wieder hauen. Nein, nicht hauen. Oh, ich bin tot. Wieso kann ich nicht? Ja, super. Okay, hab ich geil. Oh Gott, dieser Kampf, ne? 54, aber trotzdem. Er tut seinem Überlimit viel zu oft einsetzen, ey. Ja, ich muss ja echt ein alles Teil einsetzen, weil ich hier nicht vorankomme. Der heilt sich schon wieder. Auf, Mann! Ich komme nicht. Ich krieg den nicht mehr runter. Ja, die ganze Zeit hier seine. Ja, und dann bricht er auch noch mein Ding ab. Du wolltest dich schon wieder heilen. Ja, glaube ich ja mal. Und dann bricht er auch noch meine Dings ab. Ey, dann... Nein, ich habe gesehen. Das gibt's nicht. Ja, der bricht all meine Sachen immer ab. Und genau die TP ja auch mehr so weitergeht. Mehr, aua. Au, nee, schon wieder übernommen, ey. Ja, da konnte ich jetzt nicht schnell reagieren. Na komm, der hat sich schon wieder. Na komm, komm her. Ich tank deine Mystik Art. So. Gewesen ist nur ich getroffen. Pisser, du, ey. Was? Oh. Na gut, ich drauf gewartet. Na, Patty, bitte den Tag.
Estelle, was machst du hier? Oh Gott, das machst du ja. Ah. Ne, ich habe verfehlt, ist klar. Ich krieg meine Dings nicht. Oh, hat sogar noch geklappt. Ja. Hey Junge, ich komme einfach nicht dazu, hier was zu machen. Finger weg von der. Oh, gut gemacht, Rita. Das fett die nicht gerettet. Nein, nein, hör auf dich zu heilen, Mann. Pizza. Das gibt's da jetzt einfach nicht. Ey. Nein, der heilt sich die ganze Zeit. Hör auf. Boah, ich dachte, der wird schon wieder heilen. Nein, geh weg von der. Boah, hörst du mal auf damit? Ey, der ist schon wieder auf. Ich krieg die AP nicht runter von dem. Ah, super. Nein, lass den doch nicht hinfallen. So, wieder klappt schon wieder nicht, ey. Komm her. Oh ja, da war jetzt nicht so viel abgezogen, wie ich wollte. Ey, das ist voll unfair. Boah. Ey, dieser Kampf ist voll schwer. Ja. Oh mein Gott, ehrlich. So. Weißt was du? Ja, oder auch nicht. Nein, nicht zaubern, Mann. Hey, Kampf. Nein, ey, das ist voll unfair. Weil wenn ich jetzt alles Teile oder so einsetzen, ich muss glaube ich alles Teile einsetzen. Das geht. Ich habe aber nur einen Mann. Sonst jetzt mache ich Stellas ein, keine Ahnung. Überhaupt was gemacht. Oh. Ich will langsam echt. Boah, hör auf! Ey, jetzt ist er schon wieder auf 360.000. Ich krieg den nicht runter. Das gibt's jetzt einfach nicht, ey. Ich glaube, mich schießen fertig. Ey, ich krieg den nicht runter. Ja, gut, du machst fertig. Also, wenn meine Angriffe demnächst irgendwas machen würden, ne? Die Hälfte davon fängt er einfach weg und dann heilt er sich wieder hoch. Ich krieg den nicht. Wie soll ich denn den Down kriegen? Ich eier jetzt schon seit. Oh, jawohl. Warte. Ich eier jetzt schon seit Ewigkeiten hier auf diesen Zahlen herum, ey. Ich krieg den nicht runter. Nee, nicht du, du. Na ja, ist gut. Alter, ja, dagegen kann ich nichts machen. Er ist im Überleben. Ich kann den Angriff nicht abbrechen. Jetzt mal ganz ehrlich, was soll ich hier gemacht? Ich krieg den nicht down. Oh, und dann geht er natürlich auf die. Hey Junge, reicht doch jetzt mal. Ich habe gar nicht keine Tränke des Lebens mehr. Oh, Pisser. Und der heilt sich die ganze Zeit hoch. Hör mal auf damit. So, das Problem ist, wenn ich alles Teile einsetze, ne? Der tut sich immer noch um die gleiche Anzahl. Boah, heilen. Was soll ich denn dann machen? Der hat sich schon wieder. Ich krieg den nicht runter. Mache ich irgendwas falsch in dem Kampf oder was? Kann doch nicht sein. Bin ich froh, wenn du tot bist. Wenn ich unterlevelt, ist das Problem. Der ist schon wieder auf 370. Ey. Ich krieg den nicht runter. Der heilt sich schon wieder.
Mann, jetzt reicht doch mal, ey. Oh, jetzt ist er am Boden, jetzt krieg ich den sowieso wieder nicht. Das Gummis gehen wir auch auf, der liegt schon wieder am Boden. Ey, ich reg mich ja gerade so auf, ne? Meine ganze Angst verbringen den nix, ja toll, fett zieht irgendwann bis 12, auch habe ich gerade gegeben, muss oder? Hey. Ist er wieder im Überlimit, ey. Das geht alles zu schnell hier. Nee, du kannst nicht so schnell reagieren auf die ganzen Sachen. Ah, krieg auf mich los. Na toll, ich glaube, das trifft wieder alle. Hey. Nein, ich wollte sie nicht wieder beleben. Ich wollte das Teil wieder beleben. Pisser. Junge, ist doch jetzt mal gut. Hey, ich krieg ja gerade echt das Kotzen. Ja, mein Gott. Das sind alles Teile ein, damit wir das hier überleben. Das wird der Kampf dann irgendwie noch mal doppelt so lang dauern. Ist uns überlebenbar, hoffentlich. Und er heilt sich. Wow, das ist ja richtig kacke. Das heißt, ich mache jetzt weniger Schaden gegen den, aber der kann sich noch zum gleichen Werten hier heilen. Das gibt's jetzt einfach nicht. Alter, wenigstens Spike hat sich. Estelle ist immer noch tot. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, ich glaube, ich muss echt irgendwie stärker reingehen. Das geht so nicht. Ich habe gar keine Chance gegen den. Ja, ich hocke jetzt schon so lange auf 340.000 rum, ne? Ich krieg den nicht weiter runter. Und der hält sich die ganze Zeit hoch. Mein Gott. Ist hier irgendwas, was ich hier falsch mache oder was? Oh, ich habe jetzt echt keinen Bock hier in so einen Stolperstein hier um die Ecke. Ich habe jetzt echt keine Lust hier so Stolpersteine hier. Ja, da bringt. Boah. Ey, nee, das schaffen wir nicht. Ich habe nur noch einen Tank des Lebens. Also, okay, ich hätte bis hell warten können, aber trotzdem. Wie gesagt, immer noch draußen, natürlich gleich den Schaden machen. Naja, gibt's da jetzt einfach nicht. Weil meine Angriffe tun den überhaupt nichts, dann gar nichts. Jetzt komme ich wieder hier mit der Trump drauf. Jetzt halt er sich wieder. Ey. Jetzt sind wir wieder auf Punkt 0. Ey. Und dann geht's mal. Kommt die blöde Mystikart. Wird auch wieder alles aus dem Konzept bringen. Wow, das ist ja echt ein beschissener Kampf. Ey. Was ist denn dagegen machen? Irgendwie gut, trainieren wir bis 55 anscheinend. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich komme wortwörtlich nicht weiter. Okay, wird mich eigentlich verarschen. Wir sind bei 82.000, kommen, den kriegen wir. Dauert zwar eine halbe Ewigkeit, aber beim kommt mir so vor, dass da alles Teile abgelaufen. Ich habe so ein Gefühl, wir machen wieder irgendwie mehr Schaden. So, jetzt haben wir keine Ananas-Gummis mehr. Jetzt müssen wir uns noch mit den blöden Dinger genial. Ah. Junge, ich drücke die ganze Zeit auf rechts, um mein Überlimit einzusetzen, aber er greift mich die ganze Zeit an. Ich komme nicht dazu. So, wir kriegen den jetzt runter, habe ich so das Gefühl.
Irgendwie läuft es jetzt. Ich weiß nicht wieso. Ja, hocken irgendwie die ganze Zeit ja auf Dings rum, aber irgendwie kriegen wir den jetzt runter. Oh, jetzt heilt er sich wieder. Der Kampf ist echt verzweifelt. Der erste Kampf bisher und ich bin tot. Das wollte ich eigentlich nicht machen. So, Estelle muss am Leben bleiben, sonst kriegen wir das hier nicht. Oh mein Gott. Jetzt ist er wieder auf 270.000. Jetzt ist er... Jetzt haben wir 290.000. Alter! Oh, ich will eigentlich ein bisschen weiterkommen in diesem Spiel heute, aber so wie es aussieht, muss ich ganz ehrlich irgendwie Pause machen. Und sind wir wieder bei 300.000, ey. 500.000. Ey, ist jetzt mal gut. Ey, jetzt ist er wieder. Okay. Boah, ey, das gibt's jetzt nicht, ey. Den Kampf kriege ich nicht. Ich krieg den nicht. Der ist schon wieder auf 320. Ich hatte den auf 220.000, ne? Der hat sich schon wieder auf 330.000 hier hoch geheilt, ey. Das gibt's einfach nicht. Oh mein Gott, ey. Ja, der ganze Schaden, den ich gerade gemacht habe. Voll geheilt wieder. Weggeheilt, alles. Ey. Nee, das gibt's nicht. Na komm, ey. Gut, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt hier noch eine Stunde zu sitzen. Wir gehen die ganzen Heil-Items aus. Ich habe nicht mehr... Was habe ich nicht? Ich habe keine Tränke des Lebens mehr. Ich habe einen Trank des Lebens. Das schaffe ich nicht. Geht nicht. Ich habe schon alles Teiler benutzt. Keine Ahnung. Hier hält er sich wieder hoch. Und ja, keine Ahnung. Ich trainiere so ein paar Level. Und komme dann noch mal wieder. Weil das, welches Level ist er? 54, Level 55. Und das geht nicht. Das ist so ein frustrierender Kampf gerade, ne? Schafft den nicht. Wow, ich bin sogar kaputt gegangen. Das habe ich noch nicht mal geplant jetzt. Ey. Hey. Ja, du mich auch. Gut, dann mache ich so eine kleine Trainingseinheit. Welches Level bin ich? Ich bin 52. So, wenn ich jeden so 3 Level hochziehe, dann wird das ja wohl hoffentlich irgendwie gehen. Ne? Dann werden wir ja wohl hoffentlich irgendwas schaffen. So, wird wohl nichts mit weiterem aufnehmen hier. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich als fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann den Typen noch mal versuchen werden und hoffentlich dann auch irgendwie aufs Brett legen können. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.